Gemeinde und liebe Liker meiner Seite und alle, die mich so kennen und die gern meine Videos schauen. Hier ist die Sarah aus Dessau wieder mit einem unterwegs in Dessau Rathaus. Da wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß dabei, was ich wieder für euch gedreht habe. Viel Spaß dabei! Ich zeige euch heute das Rathaus und fange gleich mal an mit meinen Fakten. 1910 wurde das Rathaus nach den Plänen des Architekturbüros Reinhard und Süßgut aus Charlottenburg erbaut. In dem Rathaus hat die Stadtverwaltung ihren Sitz. Der Rathausturm hat eine Höhe von 73 Metern und hat auf der Höhe von 41,24 Metern eine Aussichtsplattform. Oh, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was anderes. 1323 war die erste urkundliche Erwähnung eines Rates. Ein umfunktioniertes Kaufhaus wurde ab dem März 1336 für Versammlungen genutzt. Seither kann man es als Rathaus betrachten. Es brannte dann leider 1467 aus. Ab 1563 wurde ein neues Rathaus errichtet mit Stadtuhr und Glocke. Wie jetzt zum Beispiel da oben am Rathausturm, der jetzt steht. 1883 wurde dieses Gebäude umgebaut. Dieser Umbau reichte dann aber leider nicht aus. 1895 beschloss der Rat einen Neubau, der die Ähnlichkeit hat mit unserem jetzigen Rathaus. Der erste Spatenstich war Mitte 1899. Der Rohbau stand 1900. So, ich zeige euch jetzt mal kurz den Innenhof, der gerade auch ein bisschen saniert wird. Und 1910 wurde ein Großteil des Rathauses zerstört. Da zeige ich euch jetzt auch mal ein Bild. Der Wiederaufbau begann 1912. Doch er kam ins Stocken durch den Ersten Weltkrieg. Und er stagnierte auch weiterhin ein bisschen. Immer mal so wurde gebaut, mal wieder nicht. 1945 war ein erneuter Brand im Obergeschoss. Doch 1952 begann dann so langsam der Wiederaufbau und das Rathaus stand dann auch wieder in seiner jetzigen Pracht, wie es jetzt da steht. Und seit dem 9.11.2002 befindet sich die Friedensglocke am Rathaus, ein Denkmal für die politische Wende. Ja, das war's auch schon wieder von mir und ich sage adieu, tschüssi und ciao. So, also, das war das Rathaus in Dessau, ein bisschen Geschichte wieder über Dessau. Und ich habe mir auch einen Plan jetzt gemacht, wie ich weiter fortfahren werde, für euch in Dessau wieder unterwegs sein werde. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Es werden noch viele, viele unterwegs in Dessau Videos folgen. Ja, weiterhin kann ich euch erzählen, ich war gestern im Nova Eventis. Und da ist noch was Schönes, alles so Schönes für mich. Ausgesprochen. Das hier zum Beispiel. Pass auf jetzt. Ja, das finde ich toll. Ja, und ein Kleidchen und Schuhe und ja, was man so alles so da bekommt. Und ja, das wollte ich euch noch kurz erzählen. Ich will euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es bald, also in rund 3 Wochen, ein nettes kleines Spezial gibt von der Saar aus Dessau. Die Saar aus Dessau geht fremd und fährt nach Berlin und trifft dort wahrscheinlich Bob den Streuner und James Bomer. Aber darüber werde ich mich noch ein bisschen informieren und euch ein bisschen gespannt zurücklassen, denn ja, ich wollte es ja erstmal nochmal ankündigen.
Ich habe auch noch zu erzählen, dass ich jetzt, ich muss mich nicht mehr durch Kickstarter finanzieren lassen, denn ich habe jetzt wirklich eine Powerbank. Jetzt weiß ich auch, wie das Ding heißt. Was ich da gebraucht habe beim Mausoleum und beim Zoo. Ja, jetzt habe ich es und jetzt kann ich auch schöne Videos drehen. Schöne lange Videos drehen, falls ich dann keinen Akku mehr habe. Ja, und ich fange jetzt sowieso an, ein bisschen mehr über YouTube Zukunft nachzudenken, weil ich jetzt auch ein bisschen anfange, mehr zu organisieren. Und ja, auch wenn es so ein klein wenig unwichtig scheint, ist trotzdem WLAN zu Hause zu haben, das schon effektiver als immer wohin rennen zu müssen, um da meine Videos hochzuladen. So, ja, deswegen, also ich habe es jetzt zu Hause, ich habe WLAN zu Hause und jetzt kann ich richtig loslegen. Auch mit meinen organisierten Mitteln und der Powerbank. Und bald ein neues Schneideprogramm und eine neue Kamera. Ja, das wollte ich euch noch erzählen, dass es jetzt also mit der Sache aus Dessau richtig vorangeht. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne kommende Woche und viel Spaß noch beim vielleicht Kanal erkunden oder sonst. Dann sage ich schon mal wieder Tschüssi. Und die Saar aus Dessau wird sich nächsten Sonntag wieder zurückmelden mit einem neuen Unterwegs in Dessau-Video.